Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, es ist Kraft im Blut. Das ist das Thema dieser Predigt. Und wir sprechen in der Kirche oft über Blut. In den Liedern, die wir singen, kommt das Blut vor. Mit Blut erkauft, gereinigt durch Blut. Aber auch gerade im Psalm 72, dass das Blut in den Augen Gottes kostbar ist. Blut spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. In der Bibel ist das ganz anders als in unserem Alltag, als in unserem täglichen Leben. Wenn ich an Blut denke, abgesehen von der Bibel, dann denke ich an Krankenhäuser oder Blutspenden. Und dann wird es mir schon fast ein bisschen schlecht. Und ich denke an blutige Bilder in spannenden Krimis oder Kriegsfilmen. Ja, da weiß ich schon, das ist alles nicht wirklich. Aber es scheint sich also dann vor allem um etwas Medizinisches zu handeln. Blut ist in unserer Welt nur noch etwas Medizinisches. In Krankenhäusern wird der Blutdruck gemessen und wenn man nicht genug Blut hat, bekommt man eine neue Bluttransfusion. Und ja, das gibt natürlich neue Kraft, dadurch erhält man neue Kraft, aber das ist schon anders als die Kraft des Blutes, die ich meine, als ich gerade sagte, es ist Kraft im Blut. Sie unterscheidet sich so von der Bedeutung des Blutes, wie wir es in 3. Mose 17 sehen. Und wenn wir also über die Kraft des Blutes nachdenken, ist es gut, dass wir uns daran erinnern, dass es einen großen Unterschied in der Bedeutung des Blutes gibt. Das macht es vielleicht noch nicht leichter zu verstehen, warum in der Bibel so viel Blut bei Opfern fließt und warum am Ende auch Jesus bluten musste. Das ist nämlich, worüber viele Menschen, die nicht wirklich, ja, das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen. Warum so viel Blut in der Bibel? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er sein Leben hingegeben und sein Blut für uns vergossen. In dieser Predigt wollen wir darüber nachdenken, warum es notwendig war, dass Jesus sein Blut für uns gab. Und dabei wollen wir dann die ganze Bibel betrachten. Und der Ausgangspunkt ist 3. Mose 17, Vers 11. Das ist eine Art Schlüsseltext, um die Bibel zu verstehen. Da heißt es also in 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Wir schauen uns erst an, was im Alten Testament über Blut gesagt wird, dann im Neuen Testament und dann auch, was es für unseren Alltag als Christ bedeutet. In dem Abschnitt, den wir gelesen haben, wird Israel verboten, Blut zu essen. Aber warum gab es dieses Verbot? Warum würdest du überhaupt Blut essen? Abgesehen von einigen tierischen Produkten, die Blut enthalten, kämen wohl die wenigsten Menschen auf die Idee, Blut zu essen oder zu trinken, oder? Das mag in einigen dunklen Filmen vorkommen, aber ich glaube nicht, dass es viele gibt, die das zu Hause versuchen würden. Aber zur Zeit der Bibel war es bei den anderen Völkern sehr üblich, Blut zu essen oder zu trinken, weil sie glaubten, dass das Blut Kraft enthält. Aber dann meinten sie nicht die Kraft, die Gott in der Bibel meint, sondern sie glaubten an eine gewisse magische Kraft des Blutes. Und es war dann auch Teil des Götzendienstes. Es war Aberglaube, es war Götzendienst. Und das war ein Grund, warum die Israeliten nicht Blut essen durften. Bei anderen Völkern war es Götzenanbetung. Und das Volk Gottes sollte heilig sein. Es sollte anders sein. Es wird in der zweiten Hälfte des Buches Leviticus, also 3. Mose,
immer wieder betont, ihr sollt heilig sein. Das heißt, ihr sollt anders sein, auch als die anderen Völker, die an andere Dinge glauben und die an anderen Götzen glauben. Ihr sollt nur an mich glauben. Und in Levitikus 17, Vers 11, also 3. Mose 17, wird noch ein Grund genannt, warum man kein Blut essen soll. Denn, so heißt es, das Leben des Fleisches ist im Blut. Das klingt schon so, wie die anderen Völker es auch gesagt haben. Es ist Kraft im Blut, es ist aber doch anders. Es geht nicht um eine magische Kraft, sondern um die Tatsache, dass das Blut als Lebenskraft, Sühnung erwirken kann. In der Elberfelder Übersetzung steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Also die Seele des Fleisches ist im Blut, damit es Sühnung für eure Seele erwirke. Eine Seele für die andere. Deshalb hat Gott das Blut gegeben, um damit zu sühnen und ihm gewidmet zu sein. Und wie diese Versöhnung funktioniert, kann man also in 3. Mose 16 nachlesen, wo es um den großen Versöhnungstag geht. Wie wunderbar ist das? Gott ermöglicht es den Menschen, trotz ihrer Sünde Gemeinschaft mit ihm zu haben, indem er den großen Versöhnungstag einführt. Wir haben etwas davon schon gelesen. Ein Stier und ein Ziegenbock werden geschlachtet und ihr Blut wird verwendet, um alle möglichen Dinge in der Stiftshütte und später im Tempel zu besprengen. Wenn du dich damals in der Stiftshütte umgesehen hättest, hättest du gesehen, dass dort eine Menge Blut war. Und wir mögen das für schmutzig halten. Man stelle sich vor, dass die Stühle mit Blut besprengt wurden, bevor wir uns draufsetzen. Aber damals wussten die Menschen, hier wird etwas gereinigt, hier wird etwas geheiligt, hier wird gesühnt. Und wenn es um Sühne geht, ist es gut zu wissen, dass das hebräische Wort für Sühne etwas mit Verhüllung, mit Bedecken zu tun hat. Die Sünde des Volkes wird durch das Blut des Opfertieres bedeckt. Und wir können manchmal sagen, wenn etwas schiefgelaufen ist, aber wir wollen keine große Sache draus machen, Schwamm drüber. Ich weiß nicht, ob man das auch in Österreich sagt oder ist es nur Deutsch, auch in Österreich. Schwamm drüber, reden wir nicht mehr darüber. Und Gott sagte sozusagen über die Sünde seines Volkes, Blut drüber. Wir reden nicht mehr darüber. Das bedeutet allerdings nicht, dass es eine Kleinigkeit ist. Wenn wir sagen Schwamm drüber, dann ist es meistens eine Kleinigkeit. Aber wenn Gott es sagt, Blut drüber, dann bedeutet das keine Kleinigkeit. Aber es bedeutet, dass die Sünde durch das Blut bedeckt wird, indem also die Seele eines Lebenswesens ist, das symbolisch für dieses Leben steht. Das Leben des Opfertieres tritt an die Stelle deines sündigen Lebens. Die Seele im Blut bewirkt die Sühnung für meine Seele. Und schon damals wussten alle Anwesenden am großen Versöhnungstag, das Tier, das jetzt geschlachtet wird, wird an meiner Stelle geschlachtet. Sein Tod ist in meiner Stadt. Und deshalb ist Blut also so besonders. Es symbolisiert das Leben, das an die Stelle unseres sündigen Lebens tritt. Und deshalb durften die Israeliten es nicht essen. Das Blut war für die Versöhnung, für die Durchführung des Versöhnungsrituals bestimmt. Und das Schöne daran ist, dass es heißt, dass Gott selbst es gegeben hat. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seele. Es ist nicht ein Gedanke der Menschen, dass sie dann gehen und Opfer bringen. So wie in anderen Religionen die Menschen sich irgendwelche Dinge ausdenken, um Gott näher zu kommen. Nein, es ist eine von Gott gegebene Möglichkeit der Versöhnung. Und so bot Gott selbst seinem Volk eine helfende Hand, um es aus dem Schlamm
der Sünde zu ziehen. Und so floss Jahr für Jahr in der Stiftshütte und im Tempel am großen Versöhnungstag das Blut, um Versöhnung zu bringen. Nicht nur am großen Versöhnungstag, jeden Tag wurde Opfer gebracht, aber an diesem großen Fest wurde es mal ganz klar gemacht für das ganze Volk. War das notwendig? Ja, es blieb immer notwendig. Denn jedes Mal brauchten die Menschen wieder Sühnung. So war es also zur Zeit des Alten Testaments. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Dann kam Jesus. Und durch Johannes den Täufer wurde schon bald gesagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Johannes 1. Und damit wird schon klar, dass es eine Verbindung gibt zu den Opfertieren im Alten Testament. Und da kann man auch denken an diesem Tier, wovon wir gelesen haben am großen Versöhnungstag, also an dem Bock, wo die Sünde aufgelegt werden und die in die Wüste geschickt wird. So trägt Jesus die Sünden weg. Und Jesus spricht dann später auch von seinem eigenen Blut. Zum Beispiel in Johannes 6. Lass uns das kurz aufschlagen. Johannes 6. Eine wichtige Rede von Jesus über sich. Johannes 6, das ist Seite 771. Zuerst sagt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Und das weckt schon viel Ärgernis auf. Und dann sagt Jesus auch, geht er noch weiter, in Vers 53. Da sagt er: Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Was Jesus hier sagt, das war etwas sehr Außergewöhnliches. In den Ohren der Juden war das unerhört. Sie durften nicht mal Blut von Tieren verzehren. Und dann sagt Jesus, ihr müsst mein Blut trinken. Und das rief dann auch heftige Reaktionen hervor. Um nicht zu sagen, dass die Juden da einfach stinksauer waren. Seinen Fleisch essen und sein Blut trinken? Ja, sie konnten sein Blut trinken, aber nur im übertragenen Sinne. Auf Niederländisch ist das ein Sprichwort. Man kann jemandes Blut trinken. Das ist, man hasst jemand wirklich. Und so haben die Juden Jesus gehasst, weil er solche Dinge sagte. Blut zu trinken, das war ein Tabu. Die Juden haben damals also nichts noch von Jesus verstanden. Aber später in der Kirchengeschichte wurden Christen deswegen nicht immer verstanden. Dann sagte man, die Christen seien Kannibalen, weil sie den Leib Christi essen würden. Es ist die symbolische Bedeutung, die hier wichtig ist. Jesus nimmt hier, könnte man sagen, einen Vorgriff auf die Einsetzung des Abendmahls, mit dem wir uns daran erinnern und glauben, dass er sein Blut zur vollständigen Sühne all unserer Sünden vergossen hat. Und diese Worte beim Abendmahl, und die Worte Jesu Christi in Johannes 6 bezeichnen sich auf das eine vollkommene Opfer, das er als Lamm Gottes gebracht hat. Und auch dabei spielt das Blut Jesu eine wichtige Rolle. In Hebräer 9 wird klargemacht, dass sein Blut die Grundlage des neuen Bundes ist und der ewigen Erlösung. Lasst uns auch einige Verse aus Hebräer 9 lesen. Hebräer 9, ab Vers 11, das ist Seite 875.
Hebräer 9, Vers 11. Es geht da im Hebräer über den Hohepriester und es wird und um die Bünde. Und es wird aber von allem eigentlich gesagt, Jesus ist besser. Was Jesus macht, ist höher. Was Jesus macht, ist herrlicher. Und was im Alten Bund, im Alten Testament gemacht wurde, hat das vorabgebildet. Also 9 Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, so wie am großen Versöhnungstag, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Dann lese ich weiter bei Vers 18. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er, Mose also, das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Hyssop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So, das ist auch ein sehr wichtiges Wort. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So sagt das Gottes Wort. Und so ist es also wichtig, notwendig, dass Jesus sein Blut gegeben hat, dass Jesus sterben musste, um uns mit Gott zu versöhnen. Und auch im Neuen Testament wird dann klar, dass das Blut, dass die Versöhnung etwas ist, das von Gott selbst gegeben ist. So wie Gott in 3. Mose 17 sagt, dass er das Blut zur Versöhnung gab. So gab Gott auch seinen Sohn, um die Menschheit mit ihm zu versöhnen. Und man hört es in dem bekannten Text, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Er gab seinen einzigen Sohn, damit er sein Leben gebe, damit wir durch ihn leben können. Und wenn du das verinnerlichst, dann weißt du auch, wie der Israelit am Versöhnungstag, dieses Lamm Gottes, Jesus Christus, ist an meiner Stelle geopfert worden. Ich hätte es verdient, am Kreuz zu hängen. Aber Jesus hat es an meiner Stelle gemacht. Das kann dir doch nicht gleichgültig sein, oder? Da bleibt dann noch bei manchen die Frage, ob es heute noch gilt, dass wir kein Blut essen sollen oder dürfen. Kann man als Christ zum Beispiel Blutwurst essen? Der Gedanke ist nicht allen erfreulich, aber was meint ihr? Kann man als Christ Blutwurst essen oder andere Dinge, wo Blut drin ist? Ja, es wird genickt und geschüttelt. Also es ist tatsächlich denken Christen auch unterschiedlich darüber. Aber da ist es hilfreich zu lesen, was das Westminster Bekenntnis über das Gesetz sagt. Es unterscheidet nämlich verschiedene Gesetzessorten im Alten Testament. Es unterscheidet zwischen dem Moralgesetz, das sind die 10 Gebote, dem Zeremonialgesetz, das sind alle Opfer und so,
und Gesetze rechtlicher Art. Also die gingen um das Leben als Staat, als Volk Israel. Und von dem Moralgesetz ist zu sagen, dass sie immer noch gilt. Die Zehn Gebote haben universelle Gültigkeit. Das kann aber nicht von dem Zeremonialgesetz gesagt werden. Im Westminster Bekenntnis steht in Artikel 19.3, also abgesehen von diesem Gesetz, von den Zehn Geboten, das man gewöhnlich Moralgesetz nennt, hat es Gott gefallen, dem Volke Israel als einer minderjährigen Kirche Zeremonialgesetze zu geben, die verschiedene vorbildliche Anordnungen enthielten, die teilweise gottesdienstlicher Art waren und Christus und seine Gnadengaben, Handlungen, Leiden und Wohltaten vorbildeten und teilweise auch verschiedene Unterweisungen über moralische Pflichten verdeutlichten. All diese Zeremonialgesetze sind jetzt unter dem Neuen Testament aufgehoben. Und daher ist also die Antwort, glaube ich, ja, man darf als Christ auch Blutwurst oder andere Dinge, wo Blut drin verarbeitet ist, essen. Aber wir können das gerne später noch weiter diskutieren. Zum Schluss dann die Bedeutung des Blutes für einen Christen heute. Also, inwiefern ist jetzt Kraft im Blut? Was nützt mir das alles? So, wenn du das Neue Testament liest, wirst du an vielen Stellen wieder auf das Blut Jesu Christi stoßen, sozusagen. Wir haben schon aus 1. Petrus auch gelesen, dort wird es als kostbares Blut bezeichnet. Es ist wertvoll, es ist teuer, es ist sehr viel wert. Durch das Blut Jesu gibt es Rettung, Erlösung, Vergebung, Rechtfertigung, Frieden, Reinigung. Versöhnung. Das sind alles wunderbare Worte, aber vielleicht sagen sie dir noch nicht so viel. Schauen wir uns nochmal 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 etwas besser an. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, aus eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und das möchte ich mit einer Geschichte verdeutlichen. Eine Geschichte, die ich öfters erzählt habe. Meine Kinder kennen die schon und neulich haben sie mich gefragt, wann erzählst du diese Geschichte wieder? Du erzählst immer die gleiche Geschichte, aber diese haben wir noch nicht in Österreich gehört, glaube ich. Es lebte einst ein Mann namens George Thomas als Pastor in einer kleinen Stadt in Neuengland. Als er am Morgen eines Ostersonntags in die Kirche kam, hat er einen rostigen, verbogenen alten Vogelkäfig mit sich und stellte ihn neben sich auf die Kanzel. Das folgte allgemeine Stirnrunzeln und wie als Antwort darauf begann Pastor Thomas zu sprechen. Ich ging gestern gerade durch die Stadt. Da kam mir ein junger Bub entgegen, der diesen Vogelkäfig trug. Am Boden des Käfigs waren drei kleine Wildvögel, die vor Kälte und Angst zitterten. Ich stoppte den Burschen und fragte ihn, was hast du da, mein Sohn? Ja, nur ein paar Vögel kam als Antwort. Was wirst du mit ihnen machen, fragte ich. Ja, ich nehme sie mit nach Hause und werde Spaß mit ihnen haben, sagte er. Ich werde sie ärgern und ihnen die Federn ausrupfen, damit sie kämpfen. Ich werde echt Spaß haben dabei. Aber irgendwann wird es dir doch fad werden mit diesen Vögeln. Was wirst du dann machen? Oh, sagte der kleine Bub, ich habe auch ein paar Katzen. Die mögen Vögel. Ich werde sie ihnen geben. Ich hielt einen Moment inne. Mein Sohn, wie viel möchtest du für diese Vögel haben? Was? Wieso? Sie wollen diese Vögel nicht, mein Herr. Es sind nur einfache alte Feldvögel. Sie singen nicht mal. Sie sind nicht mal schön. Wie viel? Fragte ich nochmals. Der Bub musterte mich von oben bis unten, als ob ich verrückt wäre und sagte, 10 Euro. Ich griff in meine Tasche und holte einen 10-Euro-Schein heraus.
Ich gab ihn dem Buben in die Hand und kurz darauf war er schon verschwunden. Dann nahm ich den Käfig und trug ihn ans Ende der Gasse, wo sich ein Baum und eine kleine Grasstreifen befanden. Ich stellte den Käfig auf den Boden, öffnete die Tür und lockte die Vögel heraus in die Freiheit. Das erklärte zumindest den leeren Käfig auf der Kanzel. Dann begann der Pastor eine andere Geschichte zu erzählen. Eines Tages hatten Jesus und Satan ein Gespräch. Satan kam gerade aus dem Garten Eden, prallte herum und trug seine Schadenfreude offen zur Schau. Haha, ich habe gerade die Welt voll mit Menschen da unten gefangen. Ich habe ihnen eine Falle gestellt und einen Köder verwendet, von dem ich wusste, dass sie ihm nicht widerstehen können. Ich habe sie alle gefangen. Was wirst du mit den Menschen machen? Fragte Jesus. Satan antwortete, oh, ich werde einen Haufen Spaß haben. Ich zeige ihnen, wie man heiratet und sich danach wieder scheiden lässt, wie man einander hasst und ausnützt, wie man säuft, sich einraucht und flucht. Ich werde ihnen beibringen, wie man Gewehre und Bomben baut und einander tötet. Es wird wirklich Spaß machen. Und was wirst du machen, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Oh, ich werde sie alle töten. Satan strahlte stolz. Wie viel verlangst du für sie? Fragte Jesus. Du willst diese Menschen nicht haben, sie sind für nichts gut. Wozu, selbst wenn du sie nimmst, werden sie dich hassen. Sie werden dich anspucken, dich verfluchen und dich töten. Du willst diese Menschen nicht. Wie viel? Fragte er nochmals. Satan sah Jesus an und lächelte höhnisch. All dein Blut, deine Tränen und dein Leben. Und Jesus sagte, abgemacht. Und er zahlte den Preis. Soweit die Predigt von Pastor George. Ja, wenn du auf das vertraust, was Jesus für dich getan hast, bist du von diesem sinnlosen Leben erlöst worden. Siehst du nicht, wie das ist, was der Teufel mit uns macht, wie wir von uns selbst sind? Wenn du auf Jesus vertraust, auf sein Blut, dann bist du befreit. Und dann ist der Preis für dich bezahlt. Und der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Ja, er versucht es immer noch. Er tut immer noch so, als wäre er der Meister über dich. Aber das ist er nicht. Und er muss den Mund halten. Du musst nicht auf ihn hören, wenn er dich anklagt oder zur Sünde verleitet. Er will mich, mein Herz, erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör dann wieder auf die Stimme deines Herrn. Ich habe dich gekauft. Und auch dann kannst du also die Kraft des Blutes vertrauen. Indem du dich auf Jesus Christus konzentrierst, der den Preis für dich bezahlt hat, wirst du wieder der Macht entkommen, die der Teufel immer noch über dich zu haben scheint. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber wenn du genau hinschaust mit den Augen des Glaubens, dann siehst du, er ist in einem Käfig. Und er kann dir nicht, es darf dich nicht berühren. Und wenn du so der Macht entkommst, die der Teufel zu haben scheint, das verändert dein Leben. Wie ich schon sagte, im dritten Buch Mose ist die ganze zweite Hälfte eine Aufforderung, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Wie auch die Aufforderung, wie wir in 1. Petrus gehört haben. Seid heilig. Denn ich bin heilig, aber auch seid heilig, denn euch ist vergeben, ihr seid gereinigt, ihr seid geheiligt durch das Blut. Und sucht die Kraft zur Heiligkeit nicht in euch selbst, sondern in dem kostbaren Blut des Lammes. Christsein ist nicht, Gott vergibt meine Sünde und dann muss ich es wieder selbst probieren. Nein, Christsein ist, Jesus rettet mich und er lebt in mir und er gibt mir die Kraft, ein neues Leben zu führen. Das Blut, von dem die Bibel spricht, spielt eine besondere Rolle in unserem Leben. Es mag manchen seltsam klingen, dass wir mit kostbarem Blut erkauft wurden und im Blut des Lammes gewaschen sind.
aber das Blut des Herrn Jesus auf diese Weise zu sehen und darauf zu vertrauen, ist das Schönste, was es gibt. Dann kennst du das wahre Leben. Das heißt, du kennst Jesus Christus. Dann hast du ewiges Leben. Jesus musste sein Blut geben für dich und mich, um unsere Sünden zu sühnen. Und er tat es aus seiner großen Liebe heraus. Und die wichtigste Frage ist jetzt, kennst du diese Versöhnung? Die Tatsache, dass du hier in der Kirche sitzt, bedeutet nicht, dass du es kennst. Hast du Frieden mit Gott? Bist du dir sicher, dass deine Sünden vergeben sind, um des Blutes willen? Vertraust du auf Jesu Blut für Zeit und Ewigkeit? Vielleicht bist du dir noch nicht sicher, ob du wirklich Christ sein willst. Vielleicht denkst du noch, vielleicht schaffe ich es auch ohne ihn. Sei doch nicht so töricht. Ohne Christus gibt es kein Leben. Such ihn und lass dich mit Gott versöhnen. Möchtest du los sein vom Banne der Sünd? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Komm, deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Ich schließe mit 2. Korinther 5, Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Amen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Preis bezahlt hast und dass du dein Leben gegeben hast als Lösegeld für viele. Herr, wir beten, dass wir alle Teil dieser viele sein dürfen, dass wir sicher sein können, dass wir die Sicherheit haben, dass du auch für uns gestorben bist und dass unsere Sünden bedeckt sind und von dir, Herr Jesus, Lamm Gottes, weggetragen sind in die Wüste, dass du nicht mehr daran denken wirst. Und gib uns dann dadurch und durch dein Blut auch die Kraft, ein neues, heiliges Leben zu führen, zu deiner Ehre. Und wodurch auch die Menschen sehen, der lebt nicht in eigener Kraft, der lebt durch Jesus. Und zeige so, Herr, deine Kraft in unserer Schwachheit. Amen.